Mein Name ist Markus Brütsch. Ich bin einer der Gründer der Crowdfunding-Plattform Fundstars. Näher ranhalten so. Ja, fantastisch. Ich soll ein bisschen was über den investierenden Teil von Crowdfunding oder wie im Eingedeutschten auch bekannt als Crowdinvesting erzählen. Das ist das, was wir mit der Plattform auch anbieten. Ich wollte aber vorher, damit was ein bisschen auch interessant gestalten können, so ein bisschen hören, wie sich denn das Publikum zusammensetzt. Also wer ist denn hier tatsächlich Startup-Gründer? Interessiert sich das für das ganze Thema aus Startup-Sicht? Eins, zwei, drei, vier, okay. Investoren anwesend oder Interessierte, die potenziell Investoren sein könnten? Einer, okay. Ist nicht ganz so das große Thema. Also Rechtsanwaltskanzleien, Plattformbetreiber, Marketing-Experten, Rest der Veranstaltung wahrscheinlich. Okay, wir haben von allem ein bisschen. Wenn es okay ist, damit wir nicht einfach eine reine Werbeveranstaltung für Fundstars draus machen, sondern ein bisschen auch Kontext bieten, und ich glaube, das passt auch zu dem weiteren Vortragsprogramm, würde ich gerne ein bisschen erstmal ausholen, erzählen, so mal 10 Minuten, was ist das eigentlich, warum gibt es das überhaupt, Crowdinvesting, in welchem Kontext steht das eigentlich in der Finanzierungslandschaft, in der Startup-Landschaft, und danach gehen wir dann gerne auch mal auf die Plattform, gucken uns mal an, wie das bei uns passiert. Ich erzähle auch ein bisschen, wie wir das machen, warum wir das machen, was daran anders ist als vielleicht bei anderen Plattformen. Und dann sollten wir danach noch gucken, dass wir ein bisschen Zeit haben, um Fragen oder etwaige Fragen zu beantworten. Als erstes würde ich gerne eigentlich ein bisschen eine Lanze brechen. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, wahrscheinlich nicht. Ist aber auch nicht schlimm, ich erzähle das meiste sowieso. Eine Lanze brechen dafür, dass der Standort Deutschland, um ein Unternehmen zu gründen und das auch möglicherweise dann zum Erfolg zu führen, eigentlich optimal ist und auch international wirklich sich sehen lassen kann. Wir haben wirklich Top-Bedingungen hier, wir haben wirklich qualifizierte Leute, Top-Talente, wir haben ein relativ gutes Rahmenprogramm, was da zunehmend auch besser wird. Es gibt viele Förderprogramme, wie beispielsweise Inkubatoren oder auch öffentliche Förderprogramme. Der Startplatz hier ist zum Beispiel ein so ein sag mal, Ökosystem oder Habitat, in dem sowas stattfinden kann. Der Hightech-Gründerfonds ist ein Beispiel dafür, dass es auch in der öffentlichen Förderlandschaft Bemühungen gibt. Und wir haben eigentlich auch relativ viele Startups, wenn man sich die Logo-Landschaft, es gibt ja so diese deutsche Startups e.V., wenn man sich die Webseite anguckt, wird der täglich mehr und es sind da wirklich relativ viele bekannte Unternehmen mittlerweile dabei. Also eigentlich gibt es viele gute Gründe, das hier bei uns zu tun und nicht nur in Silicon Valley oder nach Israel oder sonst wohin zu gucken. Wir sind eine der innovationsstärksten Nationen, das ist also gemessen an der Zahl der Patente, die angemeldet werden, an Technologien, die entwickelt werden. Also wir sind da wirklich führend, kurz hinter den USA, deutlich oberhalb des OECD-EU-Durchschnitts. Und das ist eigentlich auch eine spannende Entwicklung. Wir sind von den bisherigen Modellen Copy-Paste oder Copycats oder wie sie auch immer genannt wurden, also das Imitieren ausländischer Konzepte und dann in Deutschland schneller umsetzen, als die ausländischen Startups selber skalieren können, hin zu tatsächlichen Selbstentwicklern geworden, also Sachen wie Sechs Wunderkinder oder die Wunderlist als Produkt oder SoundCloud als Beispiel zu nehmen. Es gibt wirklich viele originär hier entwickelte Startups mittlerweile, die auch Rang und Namen haben. Leider Gottes muss man dazu sagen aber, dass relativ wenig der entwickelten Technologie und Patente, die angemeldet werden, tatsächlich auch genutzt werden. Wenn wir uns das anschauen, wir haben in den USA etwa 7,8% der Startups, die aus einer Technologie gegründet werden. EU-Schnitt ist 5 und in Deutschland sind wir bei 2,7, also deutlich unterhalb. Wenn man sich überlegt, dass so von 100 Startups keine drei tatsächlich ein eigenes Patent oder eine Technologie zugrunde liegen haben, ist es eigentlich schon sehr schade. Woran liegt das? Es liegt im Wesentlichen daran, dass wir kein Kapital dafür zur Verfügung stellen können oder es nicht tun. Ja, wir haben, ich zähle mich selbst dazu, ich bin auch BWLer, VWLer, wir haben einen unheimlichen Überhang an Managern oder Kaufleuten. Wir selber als Plattform kriegen regelmäßig Startups präsentiert, die Technologien entwickeln wollen, also Apps oder irgendwelche Dienstleistungen oder sonstiges. Und das Gründerteam besteht aus vier BWLern oder vier Kaufleuten. Wer programmiert bei euch? Wer macht das? Kann man einkaufen. Kann auch so sein, ist aber eigentlich der falsche Weg. Also ich würde mir selbst, obwohl ich mir damit ins eigene Knie schieße, ein bisschen eigentlich wünschen, dass wesentlich mehr von den Ingenieuren, Entwicklern, Naturwissenschaftlern und so weiter da draußen, die diese Technologien und Patente, die wir eben gesehen haben, auch anmelden, tatsächlich diese auch dann kommerzialisieren. Das funktioniert in der Regel aber nicht, weil halt das nötige Kapital dazu nicht da ist. Ja, in den Zeiten von
sag mal, Studiengebühren und sonstigen haben wir regelmäßig Leute, die aus den Unis rauskommen, die dann dafür schon Darlehen aufnehmen mussten und hinterher dann nicht mehr reizen, das Risiko einzugehen, darauf on top dann noch irgendwie eine waghalsige Startup-Gründung zu machen, sondern dann doch vielleicht immer noch die Sicherheit des Konzerns oder des Angestelltenverhältnisses suchen. Und das müsste man eigentlich dafür verändern. Wenn wir uns anschauen, wie sieht denn die Finanzierungslandschaft aus, dann ist das eigentlich wirklich erschreckend. Das Chart zeigt, wie viel Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts in Venture-Kapital investiert wird. In den USA sind das etwa 0,17%. In Deutschland sind das 0,002, wenn ich es richtig bin. Also die sind so beim Achtfachen grob überschlagen. Ich finde, das ist eigentlich relativ schön zu sehen, weil wir haben immer in Europa Statistiken, wo in Deutschland relativ viel investiert wird, in absoluten Zahlen, aber wenn man sich das anguckt, wie viel der Wirtschaftsleistung tatsächlich dahin fließt, wenn man jetzt, also es würde nicht aufs Chart passen, aber wenn man daneben stellen, wie viel Geld auf Girokonten, Sparbücher und Sichteinlagen gepackt wird, also Verzinsung annähernd null, das würde hier drei Stockwerke durch die Decke gehen. Ja. Wir haben durchschnittlich pro Finanzierungsrunde im Vergleich, im europäischen, aber auch im weltweiten Vergleich, regelmäßig die niedrigsten Kapitalmengen, die bereitgestellt werden. Das führt dazu, dass die Startups, die finanziert werden, eigentlich immer nach dem Motto leben, nach der Finanzierung ist vor der Finanzierung. Sprich, man kommt gar nicht mal in den Modus, auch mal ein Jahr oder zwei am Stück in Ruhe arbeiten zu können, sondern man ist permanent mit Pitchen und Fundraising beschäftigt. Wo sind da die größten Lücken? Also der klassische Kanon der Finanzierung ist, irgendwie muss das Startkapital gestemmt werden, entweder man hat selber ein paar Mark oder man kann von den Eltern was leihen oder aus der Familie oder man hat halt irgendwie Glück, aber das ist keine organisierte Landschaft. Da kommen immer mehr Fördertöpfe dazu, Gründerdarlehen, Wirtschaftsbank, NRW-Bank, KfW und so weiter, die da was tun. Es reicht natürlich nicht für die Fläche, aber es gibt zumindest erkennbar Unterstützung dafür, aber es gibt keine wirkliche organisierte, keinen organisierten Zugang. Banken machen es in der Regel einfach nicht. Können sie auch, muss man der Fairness halber dazu sagen, regelmäßig nicht aus Regulierungsgründen. Die erste Verlängerung nach der Gründung sind meistens dann Business Angels oder sonstige Förderprogramme wie halt der Gründerfonds oder ähnliche, was aber auch oft nicht organisiert abläuft. Also wir haben in der Zusammenarbeit mit den Business Angel Netzwerken und unserer Plattform regelmäßig das Feedback, wir finden Crowdinvesting, wenn es vernünftig aufgestellt ist, eigentlich sehr spannend, weil die Angel-Netzwerke regelmäßig in ihren regionalen oder lokalen Veranstaltungen die Situation haben, so wie hier. Hier ist Matching-Abend, wir haben hier drei Startups, die vorher geprüft wurden und auf Herz und Nieren untersucht und es ist wirklich ein spannender Case. Die wollen ja an dem Abend präsentieren und durch die anwesenden Business Angels finanzieren, aber regelmäßig hat irgendwo jemand in der Familie Geburtstag oder man ist durch unternehmerische Verpflichtungen verhindert an dem Abend oder, sodass in dem Raum leider nicht genug Kapital verfügbar ist, um diese Finanzierung zuzukriegen oder alle Kandidaten, die attraktiv sind, auch zu finanzieren. Und dieses Problem zu lösen, zu sagen, das könnte man doch mit Crowdinvesting kombinieren, dass es unabhängig von diesem spezifischen Zeitpunkt für einen Zeitraum von 3, 4, 5, 6 Wochen online ist, zu bestimmten Bedingungen, die vorgegeben sind und darüber dann geöffnet wird für ein wesentlich größeres Publikum. Das ist eigentlich ein spannender Ansatzpunkt an der Stelle. Wie sieht die Folgefinanzierung aus, um das Wachstum zu finanzieren, wo es dann tatsächlich an größere Kapitalsummen geht? Also der klassische institutionelle Venture-Kapitalfonds. Das ist halt ein sehr schwieriges Geschäft. Wir haben eigentlich ganz gute Kontakte in die Landschaft in Deutschland und auch da kriegen wir das Feedback, unser Fundraising findet nicht in Deutschland statt. Es gibt annähernd überhaupt kein institutionelles Fundraising für Venture-Kapital in Deutschland. Das ganze Geld kommt von saudi-arabischen Investment Authorities, Kobe, Pensionsfonds, USA, sonst woher, die Vertrauen dazu haben, in Deutschland in Venture-Kapital zu investieren. Die Deutschen haben es aber leider nicht. So, führt also auch dazu, dass dieses Fundraising, die Intensität dieses Fundraisings sehr unplanbar ist und dementsprechend halt in manchen Zeiten viel Kapital da ist, dass man also auch bis in kleinere Tickets runtergehen muss, um zu sagen, wir haben Investitionsdruck und zu anderen Zeiten ist halt wieder wenig Kapital da, dann macht man halt nur die paar Transaktionen oder macht gar nichts. Also es ist keine konstante Verfügbarkeit gegeben. Und diese Leiter mal zu stabilisieren und auch zu standardisieren, dass es organisierte Zugänge und nicht nur Glück reingeboren oder sonstige Bedingungen gibt, die dazu führen, dass überhaupt gegründet werden kann, das ist eigentlich eine Aufgabe oder auch eine Chance von Crowdinvesting. Warum sollte man das eigentlich machen? Wir haben hier mal abgetragen, wie die
Exit-Bewertungen, also der Verkauf des Startups nach erfolgreicher Finanzierung durch den Venture Kapitalfonds, sich darstellen und sehen erstaunlicherweise grüne Linie Europa, graue Linie USA. In Europa werden regelmäßig die höheren Bewertungen erzielt, obwohl man von den Rekordfinanzierungssummen eigentlich immer nur in den USA hört. Also eigentlich ist auch für Investoren ein spannendes Umfeld, um sich hier zu betätigen. Passiert auch erstaunlicherweise. Wir kriegen ja so in den letzten Monaten durchaus mit, dass immer mehr amerikanische VC-Fonds in Deutschland aktiv werden oder aktiv sind, während die deutsche Landschaft da sich regelmäßig weiter abbaut. Ich gehe da mal relativ schnell drüber. Wir haben eigentlich nach der Dotcom-Blase in Deutschland einen ziemlichen Rückbau an aktiven Fonds gehabt, weil halt man unheimlich viele Wunden hatte, die man lecken musste. Und dementsprechend ist halt irgendwie kaum noch was verfügbar heute oder die Aktivität stark gesunken im Verlauf der letzten Dekade. Gleichzeitig hat sich aber das Gründungsverhalten, die Gründungsbedingungen und auch tatsächlich die Bereitschaft, das zu tun, stark verändert. Und insofern, dass wir heute wesentlich mehr Gründungen haben. Wir sehen hier, wie viele aktive Fonds es in Deutschland gibt. Das ist ein Stand von, ich glaube, 2011. Wir hatten 1999 etwas über 200 aktive Fonds. Wir haben in 2009 haben wir noch etwa 30 gehabt. Mein letzter Stand vom letzten Jahr ist, dass wir an großen unabhängigen Fonds, also 100 Millionen plus, 4 Fonds in Deutschland haben. In den USA haben wir 474. Nur mal als Vergleich. Das zeigt ein bisschen das Fundraising, das, was deutsche Fonds pro Jahr eingesammelt haben, unabhängig von den absoluten Zahlen, die auch nicht besonders hoch sind für den Gesamtmarkt, sieht man hier sehr schön, wie unstetig das ist. Also 2008 und 2011 waren in diesem Vergleich sehr gute Jahre und die beiden Jahre dazwischen waren sehr schlechte Jahre. Muss man sich ja fragen, was ist denn passiert? Also 2008 ist Lehman zusammengebrochen und dann hatten wir Finanzkrise, die ging locker bis 2011. Also in beiden Jahren waren eigentlich erhebliche Krisenjahre. Warum hat man da Fundraising betreiben können in den Jahren dazwischen nicht? Gegründet wurde trotzdem konsequent oder kontinuierlich. Das führt jetzt zu folgendem Fazit. Wir glauben, dass die Zahl der aktiven deutschen Fonds stark abgenommen hat und auch weiter abnehmen wird. Es konzentriert sich regional sehr stark auf den Hotspot Berlin. Das hat gute Gründe. Allerdings glauben wir, dass es halt zu kurz springt. Und in Bayern sehen wir relativ viel Aktivität, aber in der Peripherie sehen wir die Aktivität von großen Fonds kaum. Wir sehen zunehmend ausländische Venture-Kapitalgesellschaften, was uns ja prinzipiell erstmal egal sein könnte, wo das Geld herkommt. Aber man muss ja trotzdem auch aus Investoren sich die Frage stellen, warum ist das eigentlich so, dass wir das nicht können. Wir sehen, dass das Fundraising-Umfeld regelmäßig schwierig ist und sehr zügig. Wir hören auch von den institutionellen Fonds, sie sagen, wir haben in der Vergangenheit immer bei institutionellen großen Pensionskassen und sonstigen unser Fundraising gemacht, aber die sind so herdenartig mittlerweile in ihrem Verhalten, also sprich, die haben so einen hohen Renditedruck, dass sie bei einem Investment nach 12 bis 24 Monaten spätestens zeigen müssen, dass Geld da ist, dass sie sich eigentlich gar nicht auf so ein Thema wirklich einlassen können. So dass es eigentlich regelmäßig so läuft, dass so die Häuptlinge in der Landschaft und PIMCO und Co. sagen, dieses Jahr ist Pharma das Thema, rennt die ganze institutionelle Landschaft ins Thema Pharma und nächstes Jahr ist es halt vielleicht das Thema Venture-Kapital, dann gibt es mal wieder da Geld und übernächstes Jahr ist wieder ein anderes Thema. Und dann ist es wie die Reise nach Jerusalem, wer zuletzt verkauft, hat keine Rendite und so kann man halt nach 12 bis 24 Monaten zeigen, dass man als Fonds performt hat. Ist aber eigentlich keine sinnvolle Landschaft dann am Ende mehr. Führt aber dazu, dass die institutionellen Fonds zunehmend auch sagen, wir könnten uns vorstellen, unser Fundraising auch auf den Retail-Bereich zu öffnen. Sprich, vermögende Privatkunden, die in Fonds einzahlen. Wir wissen von großen Fonds, auch in Berlin, dass mittlerweile zu deren Investorenkreis Fonds der Deutschen Bank oder auch UBS gehören, die ihr Kapital ausschließlich auch aus ihren eigenen Wealth-Management-Abteilungen speisen. Sprich, da sitzen vermögende Privatkunden, die regelmäßig kaum noch attraktive Anlagemöglichkeiten haben, weil Aktienkurse sind zu hoch und haben die letzten 10 Jahre eigentlich auch nicht viel gebracht. Zinsen gibt es auch nicht mehr. Immobilien sind stark überbewertet. Also wo soll man noch Geld anlegen? Und man hört und liest dann von diesen Startup-Erfolgen und warum kann ich da nicht investieren, fragen die ihren Anlageberater. Und der hat aber kein Produkt. Und das führt dann halt zu einer starken Verselbstständigung oder zu einer Zunahme auch dieser alternativen Kapitalgeber, Business Angels, Family Offices, vermögende Privatkunden, Inkubatoren und Co., dass jeder anfängt, auf irgendeine Weise selber das zu betreiben. Ich dachte eben, es gibt kein vernünftiges Produkt.
die Kollegen von Osborne Clark gerade noch dazugekommen, werden das wahrscheinlich bestätigen. Wir haben sehr, sehr lange darauf gewartet, ein bisschen Klarheit zu bekommen. Wie sieht denn die Umsetzung der anwendbaren Richtlinien aus? Wie sieht das in nationalem Recht aus? Wie kann man denn überhaupt ein Produkt strukturieren, das diese Anforderungen dieser Regulierung überhaupt erfüllt? Und ist das wirtschaftlich machbar? Sodass wir eigentlich regelmäßig das Problem haben, wir wissen gar nicht genau, wie soll man denn ein über Banken oder ähnliche vertriebenes Produkt für Venture-Kapital überhaupt gestalten. Ich sagte ja schon, einzelne Banken haben angefangen, Lösungen zu finden, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, die ihren vermögenden Privatkunden einen kleinen Fonds an die Wand gegeben hat und den selber vertreibt. Oder die UBS ist hingegangen, das weiß ich aus verschiedenen Berliner Transaktionen, hat gesagt, wir scheuen den eigenen Fonds, aber wir sourcen sozusagen gute Startups und vermitteln die sozusagen als Direktinvestment an unsere vermögenden Privatkunden. Jeder versucht da irgendwas zu machen. Wir sehen, dass Mikrofonds aufgelegt wird, Point Nine Capital, wer sie kennt, in Berlin haben da, glaube ich, eine Vorreiterrolle in Deutschland, die jetzt 40 Millionen eingesammelt haben für ihren Fonds, für ihren zweiten Fonds. Das ist, glaube ich, echt eine spannende Sache. Aber eigentlich eine vernünftige Lösung, wie kann man als Anleger Geld in Venture-Kapital investieren, gibt es da bisher nicht. Führt dann dazu, dass wir diese einzige Insel in Deutschland haben, der Business Angels. Immer mehr Leute betätigen sich als Business Angel. Was wir so sehen, ist aber, dass oftmals das unternehmerische Profil dafür überhaupt nicht gegeben ist. Das sind Zahnärzte oder sonstige Leute, die bestimmt einen super Job machen, aber ob die wirklich qualifiziert sind, so einen Businessplan zu beurteilen, weiß ich dann nicht abschließend sozusagen zu sagen. Wir sehen, dass Plattformen entstehen, so wie die unsere, aber auch im Lending-Bereich, im Investment-Bereich, von großen Themen wie bei Bergfürst, die sagen, wir machen im Prinzip die Mittelstandsfinanzierung oder die Wachstumsphase ab 3 Millionen Euro. Also es gibt 1000 Ausprägungen davon, aber auch da sind die meisten Plattformen noch mit relativ viel Fragezeichen versehen, zu sagen, wie sieht denn die Regulierung zu dem Thema aus? Wie kann man so ein Produkt denn eigentlich dauerhaft gestalten? Das Problem, was wir sehen, wenn jemand von Ihnen oder jemand da draußen sich mit dem Gedanken trägt, zu sagen, ich möchte in Startups investieren, ist eigentlich, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit das überhaupt eine sinnvolle Perspektive hat oder eine Chance hat. Wir haben mal versucht, mit den Fonds, mit denen wir so im Gespräch sind, zusammenzustellen, was sind eigentlich für euch die wichtigsten Faktoren, um erfolgreich in Startups zu investieren. Und da war die erste Aussage ganz klar immer Dealflow. Also sprich, eine möglichst große Auswahl attraktiver Startups. Was tatsächlich gerade bei den Business Angels passiert, also ich rede jetzt nicht von den großen Super Angels, die das in großer Serie auch machen, sondern die Zahnärzte oder sonstigen Unternehmer dieser Republik, die hier und da vielleicht mal 50.000 Euro investieren. Fakt ist, die kriegen die Startups über ihr persönliches, privates Netzwerk, wie auch immer, herangetragen, haben dann eins oder keins oder zwei vielleicht zur Auswahl, aber haben eigentlich keinen sinnvollen Dealflow, um zu sagen, unter den ganzen Anbietern nehme ich wirklich nur den einen. Ist natürlich sehr kompetitiv, die Vorstellung, die ich da habe, aber am Ende des Tages wäre es tatsächlich sinnvoll, aus einer breiten Palette schöpfen zu können und nicht zu sagen, ich investiere hier oder gar nicht. Weil gar nicht will ich ja nicht, ich will ja irgendeine Rendite erzielen, also habe ich wahrscheinlich dann eine Tendenz zu sagen, ja, bevor ich gar nicht investiere, dann investiere ich lieber da. Und dann habe ich wahrscheinlich mit Zitronen gehandelt. Diversifizierung ist eigentlich die Umkehr oder die andere Seite dieser Medaille, zu sagen, wenn ich immer nur in ein oder zwei Sachen investiere, habe ich natürlich ein sehr, sehr fokussiertes Portfolio oder ich habe nicht die Diversifizierung, die man bräuchte, um mein Risiko ausreichend zu streuen. Und die zweite ganz große Aussage der Fonds war aktives Management. Aktives Management kann in der Regel auch eine Plattform nicht bieten, das ist dann tatsächlich eher eine Hilfe bei der Abwicklung. Aber aktives Management bedeutet, dass man im Mindestfalle wirklich die unternehmerische Qualifikation hat, zu beurteilen, was sie da tun und auch zum richtigen Zeitpunkt zumindest einschreiten zu können, zu sagen, wir stellen uns das ja anders vor oder das halten wir für nicht clever, dass man irgendein Sparring oder irgendeinen Wissenstransfer stattfinden lassen kann. Und das ist halt tatsächlich bei vielen Business Angels, gerade bei den kleineren Business Angels, oftmals gar nicht gegeben. Verwässerung, das ist das Thema der Folgefinanzierung. Von den Fonds hören wir, dass sie teilweise bis zu 20 Millionen Euro nachfinanzieren müssen, um selbst Startups, die nicht so stark wachsen, wie man sich das im ursprünglichen Fall bei der Investmententscheidung erhofft hatte, zumindest so weit an den Markt oder so weit zu entwickeln, dass man sie sinnvoll wieder verkaufen kann. Diesen Atem haben die meisten Privatinvestoren überhaupt nicht. So, das heißt, wenn ich mich als Business Angel etwas in der ganz frühen Phase mit 50.000 Euro beteilige und das Ding funktioniert wirklich,
dann ist es natürlich finanzmarkttechnische Theorie, dass das ja immer ein größer werdender Kuchen ist und die Diversifizierung macht ja nichts, weil der Wert sich auch entsprechend entwickelt. Die Realität zeigt aber, dass es nicht der Fall ist, sondern dass viele von denen hinterher mit 0 oder 0,1 oder sonstigen Prozenten drinstehen, dass die Verträge keine vernünftigen Verwässerungsschutzklauseln haben oder sonstiges. Weil es lohnt sich ja auch für die 50.000, die ich investiere, nicht, wieder einen Anwalt zu mandatieren oder einen Wirtschaftsprüfer oder sonst wer hinzuzuziehen, der mir diese Verträge baut. Also auch da wäre ein standardisiertes Vertragswerk möglicherweise ganz sinnvoll. Das Thema Regulierung, habe ich eben schon gesagt, dass das halt auch mit erheblichen Einschränkungen verbunden ist und das ist jetzt gerade auch nochmal schwieriger geworden, wenn sich jetzt hier 5 Leute im Raum zusammentun und sagen, das ist eine gute Idee, wir poolen unser Geld jetzt und fangen an, damit munter zu investieren, dann kann ich nur dazu raten, vorher informieren. Ja. Das wäre es eigentlich so zu dem Marktteil. Ich würde jetzt ganz gerne die kurze Brücke noch schlagen, zu sagen, was kann denn Crowdinvesting an der Stelle von diesen Voraussetzungen verbessern? Also das Thema Dealflow mit Sicherheit, weil wir über die Plattform, selbst wir als noch recht junge Plattform, mit Sicherheit mehr Kandidaten im Zulauf haben als ein regionales Business Angel Netzwerk. Das sehen wir regelmäßig. Diversifizierung logischerweise auch. Wenn diese finanziert werden, kann ich mir ein wesentlich breiteres Portfolio aufbauen. Plus, und das ist ein erheblicher Vorteil meiner Meinung nach, ich muss nicht als Business Angel 50.000 alleine stemmen oder 100.000 alleine stemmen oder wie viel Kapitalbedarf auch immer da ist, sondern ich kann das dadurch, dass halt viele Investoren an der Runde teilnehmen, kann ich es tatsächlich hinkriegen, mir ein relativ breites Portfolio mit geringem Kapitaleinsatz aufzubauen. Also für Investor ist es tatsächlich spannend, auf einer Plattform wie Fundstars oder es gibt auch andere Plattformen, die keine so hohen Mindestanlagebeträge haben. Bei uns kann man theoretisch 1 Euro investieren. Es macht wenig Sinn, wenn man sich die Mühe gemacht hat, einen Businessplan zu lesen und davon überzeugt ist, dann 1 Euro zu investieren sicherlich. Aber rein theoretisch geht's, dass ich mir auch mit 2, 3, 4 oder 5.000 Euro Gesamtportfolio bis zu 20, 30 Unternehmen ins Portfolio legen kann. Und damit habe ich tatsächlich eine wesentlich höhere Diversifizierung, als es als Business Angel Standalone möglich wäre. Aktives Management kann die Plattform in dem Fall auch nicht leisten. Was wir aber leisten können, und das tut Fundstars halt auch, wir können halt Vertragspartner werden. Das heißt, wir haben die Startups über die gesamte Dauer der Beteiligung auch in unserem Beritt. Wir gucken uns das Reporting oder fordern auch aktiven Reporting ein. Wir plausibilisieren das ein bisschen. Wir gucken auch mit rein, dass wir sozusagen das unternehmerische Profil, was der Investor mitbringt, noch arrondieren können mit dem Wissen, was wir selber da mitbringen. Das Thema Verbesserung, das Thema mit den Verträgen, hatte ich eben schon gesagt. Wir haben ein standardisiertes Vertragswerk, was diese Sachen ganz klar adressiert. Wenn man sich das als Investor einmal gut anguckt, und dazu laden wir herzlich ein, sich das wirklich vorher in Ruhe anzugucken, aber wenn man es einmal getan hat, dann hat man danach relativ wenig Transaktionskosten oder Folgekosten noch. Transaktionskosten als Stichwort, das reduziert sich oder geht natürlich am Ende des Tages gegen null, weil bei einer Plattform sowieso das durch das Startup getragen wird. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt 1.000 investiere und von den 1.100 an die Plattform gehen, durch das Startup ist es ja im Prinzip wieder mein Geld, aber der Beteiligungsanspruch ist tatsächlich auf die 1.000. Das heißt, ich habe nicht die Kosten, die ich selber tragen muss, sondern die Kosten werden durch das Startup refinanziert. Das Thema Regulierung, ja, da je nach Plattform habe ich geschrieben, hängt so ein bisschen davon ab, welchem Modell man am Ende des Tages glaubt. Wir wissen allerdings, dass der Fairness halber gesagt, alle nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ja, also weder wir wissen, ob unser Modell am Ende des Tages das Standardbranchenmodell wird oder ob das Modell einer anderen Plattform gewählt wird, dass man sagt, irgendwie gar keine Regulierung. Wir haben uns mit Fundstars auf jeden Fall dafür entschieden, das so regulierungskonform gegenüber der heutigen Rechtsprechung oder Regulierung zu machen wie möglich. Das heißt, wir agieren da tatsächlich auch mit einem Prospekt und unter der Aufsicht der BaFin. Ich wechsle jetzt mal ganz kurz, wenn ich das hier hinbekomme, auf unsere Plattform, genau. Will ich mich bewegen, doch jetzt. So, also zum praktischen Teil. Ich zeige jetzt einfach mal. Einfach ist gut gesagt. Wie funktioniert das mit dem Scrollen hier nicht? Also was ich zeigen möchte, ist einfach die Darstellung eines Startups für diejenigen, die sich dafür interessieren. Wie auf jeder Plattform üblich, wird halt das Startup
mit einer eigenen Seite dann dargestellt bei uns. Wir zeigen natürlich wie alle anderen auch ein Video. Das Video dient insbesondere halt der Idee, den Investoren eine persönliche Vertrauensbrücke zu bauen, weil man investiert ja sonst doch recht anonym, man kennt die Gründer nicht. Wir haben in der Regel die Gründer auch nicht greifbar selber auf der Bühne, dass ich die live und in Farbe sehen kann. Deswegen ist das Video halt schon irgendwie hilfreich. Allerdings hören wir auch aus den Gesprächen mit Investoren, die wir so auf der Plattform führen, dass sich Leute das Video gar nicht anschauen. Ganz bewusst nicht, weil sie sagen, das ist verführerisch, Leuten, die dann da attraktiv wirken oder sympathisch wirken, Geld zu geben, und Leuten, die das halt vielleicht gerade nicht mitbringen, trotzdem eine gute Idee haben, eben nicht. Das macht jeder Investor anders. Was wir aber tun, ich zeige es mal so, was wir tun, und das ist vielleicht auch ein Merkmal, was uns so ein bisschen abhebt, wir versuchen den Investoren Orientierung zu geben bei der Entscheidungsfindung. Also wir stellen nicht nur das Startup einfach auf die Seite und schreiben dann den ganzen Businessplan darunter und man kann sich das Produkt angucken und, sondern wir begleiten diese Entscheidung, falls gewünscht, mit diesem Framework hier. Das nennt sich Outside Impacts und soll eigentlich dem Investor dienen, eine möglichst einfache und strukturierte Beurteilung des Businessplans zu geben. Also dieses Framework ist auch nicht von uns entwickelt, sondern von Professor Kaplan aus Chicago, ist weltweit eigentlich relativ regelmäßig eingesetzt und funktioniert folgendermaßen. O ist die Opportunity, also das vorliegende Investmentangebot, und das steht auch im Fokus, soll bewertet werden anhand von 7 Parametern, Impacts, Idee, M, Markt, P, Positive Value, also Wertschöpfung, Kommerzialisierungskonzept, A, Acceptance, warum sollten Kunden das nutzen? C, Competitor oder Competition. T, Time, warum ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu investieren? Und S ist Speed oder nächste Schritte, wie geht es weiter, der konkrete Fahrplan. Anhand dieser 7 Parameter und die ganze Präsentation ist auch so strukturiert, dass wir den Businessplan so umschreiben, dass er diese Reihenfolge hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Markt, dann springt er zum Marktkapitel und erklärt mir halt, wie groß ist dieser Markt, kann man daran wachsen, ist der tatsächlich tragfähig genug oder hat er genug Volumen. Ja, so kann ich mich halt durch diese gesamte Struktur hindurchhangeln und kann am Ende des Tages nach diesen 7 Parametern sagen, ist das eigentlich eine attraktive Opportunity. Ich brauche noch 5 Minuten, wenn es okay ist. Ja? Ist das eigentlich eine attraktive Opportunity? Wenn ja, dann kann man weiterlesen, wenn nicht, sollte man es an der Stelle schon sein lassen. Dann geht es weiter mit U, Uncertainty, was sind die Risiken, was sind die Schwächen in dem Plan. T, Team, welche Leute stehen dahinter, was haben die für Kompetenzen, was haben die für Erfahrungen. Und dann das Thema Strategie, das bringt die ersten 3 Buchstaben, O, T, zusammen und sagt, passt die Kompetenz und die Erfahrung dieses Teams eigentlich, um die Chancen, Risiken, Stärken, Schwächen dieser Opportunity tatsächlich sinnvoll zu adressieren. Wenn ja, dann kann man weiterlesen, IDE, das ist der tatsächliche Investment-Need, wie viel Geld brauchen die eigentlich, wofür, was wollen die damit machen, D-Deal, was sind sozusagen die Parameter, die Bewertungen, was kriege ich eigentlich dafür, und E-Expectations, also der Businessplan, wie soll denn Umsatz, Ergebnis und so weiter sich denn über die nächsten Jahre entwickeln. Man muss das nicht machen, man kann es auch einfach ausblenden auf der Seite, aber wir finden das eigentlich sehr sinnvoll, so einen Businessplan aufzubereiten, halt auch für die, die nicht dieses unternehmerische Profil haben, von dem ich eben gesprochen habe. Der Weg dahin, nur ganz kurz für die Startup-Unternehmer hier im Raum, es läuft so, man bewirbt sich einfach bei uns, startups@fundsters.de oder gleich ansprechen, Christian ist dabei, Stefan ist, glaube ich, im anderen Workshop gerade, also wir sind den ganzen Tag auch hier, man kann uns gerne ansprechen, aber man bewirbt sich einfach über die Plattform mit einem Pitch-Deck oder dem gesamten Businessplan, wir gucken uns das an und geben in der Regel binnen 48 Stunden irgendein Feedback ab, das wird nicht heißen, ja, super oder nein, auf keinen Fall, sondern es wird meistens bedeuten, dass wir Fragen schicken dazu, und auf Basis dieser Fragen werden wir dann dazu kommen, dass man eine Telefonkonferenz für die, die weiter weg wohnen, oder einen persönlichen Termin bei uns, aber irgendwann in dem Prozess muss es immer einen persönlichen Termin geben. Dieser Termin ist recht intensiv, weil wir damit A, den kompletten Pitch machen, wir wollen den mal aus euren Worten hören, und ihr werdet von uns auch einen Pitch bekommen, wo wir euch die Plattform vorstellen und auch Gelegenheit bieten, das juristische oder das vertragliche Modell dahinter zu verstehen. Und nach diesem Tag hat dann im Prinzip natürlich jeder die Möglichkeit, dann nochmal drüber zu schlafen und zu denken, will ich das wirklich machen? Aber danach gibt es von uns eigentlich eine ganz klare Zu- oder Absage. In jedem Fall kommt aber aus diesem Termin immer sehr viel Feedback auch fürs Unternehmen raus. Also selbst die Sachen, wo wir sagen, das machen wir nicht,
da gehen die Gründer eigentlich immer trotzdem mit einem zufriedenen oder mit einem guten Gefühl da raus, weil sie sagen, ich habe extrem viel Feedback zu meinem Geschäftsmodell bekommen, wir machen uns da wirklich viel Mühe mit. Ab dem Punkt, wenn man sich dafür entscheidet, gibt es drei Hausaufgaben. Das ist das Thema Bewertung, das Thema Vertrag und das Thema die Kampagne anzulegen. Es gibt bei allen drei Themen bei uns Unterstützung, sowohl redaktionell als auch mit den Zahlen und der Berechnung. Aber was wir nicht machen, wir werden nicht die Bewertung vorgeben. Sondern wir sehen es zum einen unternehmerisch als das Recht des Startups zu sagen, wir können das erste Angebot machen, was wir glauben, was wir wert sind oder was es uns wert ist, wenn Leute uns dieses Geld geben würden. Und wir werden das dann kommentieren. Wir machen uns natürlich die Mühe, das gesamte Zahlenwerk und die verschiedenen Methoden, die man so anwenden kann, auch anzuwenden. Aber tatsächlich sehen wir am Ende des Tages das auch als ein Modell von Angebot und Nachfrage, sodass die Bewertung eigentlich vom Startup kommen muss und wir dann eigentlich nur sagen, nee, machen wir nicht, weil es eine Mondbewertung, oder sagen, ja, okay, machen wir mit. Ja. Das Thema Vertrag, wir laden regelmäßig dazu ein, bringt einen Rechtsanwalt, Steuerberater mit ins Thema, bringt die an den Tisch, wir gehen noch gerne zusammen dahin, wir haben die Kompetenz bei uns im Haus, es verursacht also keine zusätzlichen Kosten, aber guckt euch das gut an, damit man halt vorher genau weiß, worauf man sich einlässt. Und das Thema Kampagne anlegen, da gibt es viel redaktionelle Unterstützung. Wir brauchen in der Regel zwischen 4 und 6 Wochen realistisch von diesem gemeinsamen Termin bis zum Live der Kampagne. Das beinhaltet allerdings auch schon eine gewisse Vorankündigung, weil wir halten es für sehr, sehr wichtig, dass man im Vorfeld, bevor die Kampagne tatsächlich live geht, schon anfängt, darüber zu kommunizieren. Und dieses Kommunizieren ist halt auch sehr, sehr wichtig. Das kann man gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist und auch wie viel Aufwand das ist. Wir vergleichen das eigentlich mal ganz gerne folgendermaßen. Wenn man das über Crowdinvesting macht, bietet das natürlich die Chance, eine enorme Markenaufmerksamkeit und auch eine enorme Reichweite für Startup zu entwickeln. Die ist meistens vergleichsweise kostengünstig, wenn man es mit klassischen Marketing-Elementen vergleicht. Faktor ist es aber ein erheblicher kommunikativer Aufwand. Und dieser Aufwand, den vergleichen wir halt, indem wir sagen, es ist kein Taxifahren, sondern es ist ein Mietwagen. So eine Crowdfunding-Plattform, die man nutzen kann, weil man, um die Kampagne zu präsentieren, funktioniert wie ein Mietwagen. Das Fahrzeug ist, wenn ihr euch die richtige Plattform aussucht, optimal für euren Anwendungsfall geeignet, aber ihr müsst halt selber fahren und schauen, dass ihr damit nicht von der Klippe fällt oder irgendwie vor einen Baum fahrt. Es ist definitiv nicht hinten einsteigen, Ziel nennen und wird dann zum Geld gefahren. Und das ist eigentlich der größte Fehler, den Plattformen oder den Kampagnen auch regelmäßig machen, dass sie halt glauben, in dem Moment, wo das Ding live ist, jetzt haben wir alles getan, jetzt rieselt das Geld. Und tatsächlich fängt es halt da erst an. Es ist ein enormer kommunikativer Aufwand, der sich aus unserer Sicht, wenn man es vernünftig macht und gut begleitet wird, aber auch enorm lohnt. Also mein kleines Beispiel, wir sind wie gesagt als Plattform ja doch noch klein. Ja, wir haben jetzt irgendwie 6 Startups finanziert, aber wir wachsen relativ stark. Wir haben über unsere eigenen Kanäle, über die Dezember, Januar, so die Zeit, wo der Traffic auf den Plattformen tendenziell relativ niedrig ist, mal geschaut, wie viel Reichweite können wir denn aufbauen. Wir haben mit einem Budget von 2.000 Euro fast 14,5 Millionen Kontakte gemacht, in einem Zeitraum von 6 Wochen. Das ist für diejenigen unter euch, die ein Startup betreiben, vermutlich doch eine relativ hohe Zahl, die man mit so wenig Budget erstaunlich üblicherweise eigentlich eher nicht erreichen kann. So, also das Thema ist tatsächlich wirklich geeignet, um auch Marketing damit zu machen. De facto wollen wir aber eigentlich nicht eine reine Marketingkampagne oder reine Marketingplattform sein, dass wir nur noch das Produkt pushen, sondern wir wollen tatsächlich diesen Investment- und auch Renditeansatz wirklich auch stark im Fokus behalten. Deswegen machen wir manche Sachen auch nicht, obwohl es eine gute Idee ist, weil wir das Gefühl haben, dass es tatsächlich ausschließlich zu diesem Marketingzweck gemacht werden soll. Ja, ich bin eh am Ende der Zeit. Ich würde gerne noch ein paar Fragen irgendwie möglich machen. Da hinten geht schon die erste Hand hoch. Bitteschön. Was kostet das? Gute Frage, habe ich nicht gesagt. Man wird auch ein bisschen betriebsblind, muss man ehrlich sagen. Man weiß, es gibt viele Veranstaltungen ähnlich wie diese und man sieht auch viele Gesichter immer wieder, dass man irgendwann sich selbst suggeriert, alle im Raum wissen ja über die Basics schon Bescheid. Tatsächlich ist es so, dass wir natürlich das für Geld machen. Wir nehmen 9% der zustande gekommenen Summe. Im Erfolgsfall kommt die Finanzierung und Finanzierung heißt, es gibt eine Mindestschwelle, einen Schwellenwert, der erreicht werden muss. Wenn er nicht erreicht wird, kriegen alle, die bis dahin was gegeben haben, ihr Geld zurück. Wird er erreicht, wird diese Summe auch an das Startup ausgezahlt, bis zu einem Maximalwert, den das Startup halt vorgibt. Und dieser Bedarf muss auch inhaltlich plausibilisiert werden, also wofür braucht ihr dieses Geld? Und von dieser Summe, die da tatsächlich zur Auszahlung kommt, nehmen wir 9%, aber halt auch nur im Erfolgsfall. Also kommt das nicht zustande, haben wir halt in der Regel dann auch um die 2 Monate umsonst gearbeitet.
Das ist dann unser Problem. Gibt es weitere Fragen? Ja, nee, habe ich nicht, aber mache ich sehr gerne. Ganz kurz, wir haben einen, auch im Team, im Gründerteam, einen relativ starken Investment-Hintergrund. Wir begleiten, ich bin seit 2010 in dem Thema, habe aber vorher sehr viel Finanzierungsthemen begleitet, also Unternehmensfinanzierungsthemen im überwiegenden Mittelstandsbereich für Roland Berger und habe davor selber lange in Banken gearbeitet. Mein Mitgründungskollege war selber zweite Vorstandsebene bei der Norddeutschen Landesbank. Also wir kennen das Finanzierungs- und Investmentthema schon lange und arbeiten halt für eine Family Holding, für deren Investments schon seit, ja, in Summe, ich glaube, die machen es seit 1985 oder 86 oder so. Also das Thema liegt uns nahe. Und es kam 2010, der Andreas Pinkwart, der ehemalige Wissenschaftsminister hier in NRW und FDP-Fraktionsvize, kam auf uns zu und sagte, ich bin ja aus der Politik raus und ich bin jetzt Hochschullehrer oder Rektor von einer Hochschule und diese Hochschule ist sehr stark im Startup-Bereich. Wir gründen viel, wir haben da wirklich ein starkes Profil, aber was regelmäßig fehlt, ist halt Zugang zur Finanzierung. Und was wir machen möchten, ist einen Hochschulfonds auflegen, dass die ehemaligen und Freunde und Förderer und Unternehmen im Dunstkreis alle so ein bisschen Geld in so einen Fonds packen und man mit diesem Fonds in die Startups oder Gründung der Hochschule investiert. Und ihr strukturiert doch solche Sachen, könnt ihr uns da helfen? Haben wir total gerne gemacht und sind dann regelmäßig aber daran gescheitert, dass wir gesagt haben, mehr als 5 Millionen Euro traut man sich ja eigentlich nicht zu als Volumen, das ist ja eine kleine Hochschule. Und wenn man jetzt einen professionellen Investmentmanager, also derjenige, der entscheidet, wo wird investiert, da reinsetzen würde, der kostet so viel Geld, wenn er gut ist, dass der Fonds nach 5 Jahren leer ist. So, also wie kriegen wir das Problem weg? Und da kam dann die Idee, kann man diese Entscheidung des Investierens, wenn der Investor, also der Fonds, der in den Fonds investiert, einigermaßen sozusagen betriebswirtschaftlich vorgebildet ist, kann man die nicht an den zurückdelegieren, dass man die Startups eigentlich nur noch im Internet vorführt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir kannten das Thema Crowdinvesting gar nicht. Wir wussten auch nicht, dass es Seedmatch und Co. gab. Wirklich nicht, sondern wir sind so an dieses Thema rangekommen, haben gesagt, das ist spannend, lass uns das verfolgen. Das Thema Startups selber verfolge ich so aus privatem Interesse, weil ich hier und da auch selber ein bisschen beteiligt bin und auch relativ viele Freunde habe, die Startups gegründet haben, eigentlich schon länger. Und so ergab sich eigentlich, dass die Mischung irgendwie uns doch in Versuchen geführt hat, gesagt, das machen wir. Und wir können das auch gut, weil wir halt diese regulatorische Ahnung haben, weil wir mit der BaFin schon seit vielen Jahren im Kontakt sind und. Und so sind wir eigentlich auf den Trip gekommen, tatsächlich sowas zu gründen. Wir wurden dann links und rechts überholt von dem Wort Crowdfunding, Crowdinvesting. Wir kannten das alles nicht. Wir haben uns aber relativ schnell geschlagen gegeben, zu sagen, wir werden sagen müssen, dass wir das tun, weil noch da parallel einen Pfad zu eröffnen, macht eigentlich keinen Sinn. Aber diese Ausgangssituation ist eigentlich der hauptausschlaggebende Punkt dafür, dass wir eigentlich in der Herangehensweise und auch mit unserem Beteiligungskonzept, was wir haben, uns doch etwas von den anderen Plattformen unterscheiden, dass wir halt nicht unterm Radar der Regulierung und die Plattform wird nicht Vertragspartner, wir sind hier nur Vermittler. Man sieht ja jetzt hier so die eine oder andere Insolvenz, die es jetzt auch gegeben hat und wenn man sich die Kommentare da durchliest, dann fragt dann der Investor, ja, jetzt ist mein Startup pleite und muss ich denn jetzt meine Forderung irgendwo anmelden oder macht ihr das? Und da sagt die Plattform dann natürlich, ja, nee, das ist ja deine Beteiligung, wir sind da nicht vertragsbar, das muss er alles selber machen. Und da glauben wir halt dran, aus der Erfahrung heraus, dass es gut ist, gerade Privatanleger, die vielleicht nicht so unternehmerisch vorgebildet sind, doch zu betreuen und damit Vertragspartner zu werden und auch über die gesamte Laufzeit zu begleiten. Also würde sowas bei uns passieren, würden wir die Forderung anmelden und würden wir auch die Kommunikation gegenüber den Investoren übernehmen. Das heißt, wir sind ansprechbar, auch wenn beim Startup nur noch der Anrufbeantworter läuft. Weitere Fragen? Ja, gibt's, muss man auch dazu sagen, gibt's irgendwie, wenn ich richtig liege, nur bei uns. Also wir sind die Einzigen, die da richtig teuer sind scheinbar. Sage ich mit einem leichten Lächeln im Mundwinkel. Wir sagen halt, dass wir Vertragspartei werden. Also anders als die anderen Plattformen sind wir für die gesamte Dauer beteiligt, wickeln das ab, machen die steuerlichen Mitteilungen wie bei der Bank. Also wenn du ein Aktienportfolio bei der Bank hast, kriegst du am Ende des Jahres eine Übersicht über deine Kapitalerträge und die abgeführten Steuern, vom Kapitalertragssteuern, die abgeführt wurden. Die tackerst dann deine Steuererklärung dran. Fertig. Willst du über eine andere Plattform an dem unternehmerischen Wert, also an der tatsächlichen Wertsteigerung des Unternehmens teilnehmen, musst du eigentlich aus steuerlicher Sicht
Mitunternehmer werden. Das heißt, du hast Einkünfte aus, nicht mehr aus Kapitalerträgen, sondern aus Gewerbebetrieb. Die meisten haben wahrscheinlich noch nie eine Steuererklärung für Einkünfte aus Gewerbebetrieb ausgefüllt. Das ist aber was ganz anderes als diese Kapitalerträge, die man bisher deklariert. Das ist richtig kompliziert oder aufwendig. Und wenn man da gerade auch noch nur 5 Euro investiert hat, dann wird das irgendwann ziemlich sinnlos. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen ein Modell, wo die Erträge der Abgeltungssteuer unterliegen, wo ihr von uns eine Mitteilung bekommt, so und so viel Kapitalertragssteuer, so und so viele Erträge sind angefallen und die Steuer wurde auch bereits abgeführt. Und all diese Dienstleistungen erbringen wir. Und dafür müssen wir natürlich irgendwie über die Dauer der Beteiligung irgendein Geld haben, um da auch von zu überleben. Und so haben wir gesagt, wir machen nicht eine monatliche oder jährliche Gebühr, erfolgsunabhängig, sondern wir nehmen 10% von dem Gewinn des Investors ab dem Moment, wo er sein gesamtes Geld zurück hat. Also Beispiel, du investierst 1.000, dann gibt es Erträge, kriegst erstmal die 1.000 zurück. Und wenn du nochmal 1.000 kriegst, kriegen wir von den 1.100 ab. Dafür machen wir aber die gesamte Dienstleistung über die Dauer der Beteiligung. Gut. Also ich muss dazu sagen, wir haben natürlich nicht immer dieses direkte Feedback, weil die Leute, die es nicht machen, sind schwer zu ertasten. Ja, wir können die halt schwer sozusagen ins Interview bekommen. Wir versuchen das natürlich. Es gibt auch durchaus Leute, die danach fragen und sagen, oh, hör mal, das ist super, wie kann das denn sein? Aber in der Regel ist es so, wenn wir denen dann erklären, was das bedeutet, also was für eine Leistung dadurch erbracht wird und auch welche Absicherung dadurch für den Investor entsteht, dann ist das in der Regel oft sehr akzeptabel. Und man muss ja auch dazu sagen, ich würde mir tatsächlich die Auswahl, in welche Aktie ich investiere, würde ich ja nicht von der Gebühr des Börsenplatzes abhängig machen, sondern ich würde tatsächlich das an Sinn oder Unsinn des Geschäftsmodells abhängig machen und dann nur schauen, ob der Vertrag, über den ich da investiere, mir am Ende des Tages Chancen oder nur Risiken tatsächlich ans Bein bindet. So, also man sollte da schon eine Hygieneprüfung in Anführungszeichen für die Plattform machen, aber wo ich investiere, das ist wahrscheinlich am Ende des Tages dann doch stark von dem Businessplan des Startups abhängig. So und so hören wir das eigentlich auch von unseren Investoren. Ja, also die meisten haben damit eher kein Problem, sondern sagen, super, ich habe bei meiner Bank habe ich eine Depotgebühr von, was ich, 20, 30 Euro im Jahr, selbst wenn mein Depot nur miese macht, bei euch zahle ich was, aber erst dann, wenn ich mindestens 100% meines Kapitals zurückbekommen habe, ist okay. Genau. Das ist halt tatsächlich das Modell. Ist relativ umfänglich, das sozusagen auszuführen, deswegen habe ich es mir an der Stelle gespart, aber zumindest die Aussage soll da sein, ja, es ist eine indirekte Beteiligung. Wirtschaftlich ist es tatsächlich 1:1, als wenn man selber Gesellschafter wäre. Es gibt keine Nachschusspflicht, also nicht im Sinne von in beide Richtungen unbegrenzt, aber nach oben ist es unbegrenzt. Wir können tatsächlich an jeder Wertsteigerung teilnehmen und nicht wie beim partiellen Darlehen, wo es auf, was ich, 6-fache oder sonst wie begrenzt ist oder so, sondern man kann voll partizipieren und man kann seinen gesamten Einsatz verlieren, aber darüber hinaus auch keine Nachschusspflichten. Wirtschaftlich ist es sozusagen wie bei der direkten Beteiligung, juristisch ist es eine indirekte Beteiligung aus dem Grund, dass wir halt zum einen sicherstellen wollten, dass das Startup nur einen Beteiligungsvertrag hat. Wir hören von den Fonds, von den Business Angels, von denen, mit denen wir so sprechen, wie wichtig denen das ist, dass da nicht 100 Investoren oder 100 Gesellschafter mit am Topf stehen, sondern für eine Folgefinanzierung die Möglichkeiten hat, tatsächlich öfter zu sagen, wir haben nur einen Beteiligungsvertrag und wenn man den raushaben will, dann muss man auch mit einem Ansprechpartner sprechen. Wir rückversichern und wickeln das aber alles immer gegenüber unseren Investoren dann ab. Ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit auch noch da. Wir sind ansprechbar. Wenn ganz dringende Fragen sind, können wir ja noch machen. Ansonsten kommen Sie doch gleich einfach auf mich zu. Danke.